zu Mariupol werden Menschen unter prekärsten Zuständen gefangen gehalten. Amnesty International liefert Beweise für Kriegsverbrechen in der Ukraine. Amber Heard wirft dem Johnny Depp massivste sexuelle Misshandlungen vor. Freitag, der 6. Mai, jetzt gibt es Update von heute. Das ist der Tag in 5 Minuten auf Blick TV. Das sind Bilder aus einem sogenannten Filtrationslager zu Mariupol. Sie zeigen, unter welchen schlimmen Bedingungen die Menschen dort leben müssen. Männer und Frauen werden von russischen Besatzern getrennt. Das Gelände dürfe niemand verlassen. Das erzählte Peter Andriuschenko der Nachrichtenagentur AP. Er war früher der Berater des Bürgermeisters von Mariupol. Die Hafenstadt Mariupol ist komplett unter russischer Kontrolle. Der Wladimir Putin lädt gerade alle zentralen Strassen rum, und zwar für seine Parade am 9. Mai. Einziges Stahlwerk zu Mariupol ist noch nicht unter russischer Kontrolle. Dort gehen auch heute die blutigen Kämpfe weiter. Noch immer harren zig Zivilisten in Bunker aus. Die russischen Streitkräfte müssen für Kriegsverbrechen rund um Butscha zur Rechenschaft gezogen werden, fordert Amnesty International. In einer Untersuchung hat die Menschenrechtsorganisation während der letzten Woche Betroffene aus der Region nordwestlich von Kiew befragt. The strikes that have been launched by Russian forces here in Die russischen Angriffe dort in Borodjanka auf die Wohnhäuser sind Verletzungen vom internationalen humanitären Recht und unverhältnismäßig. Die eingesetzte Munition hat so viel zerstört und ist ein Beweis für willkürlichen Angriff. Neben den willkürlichen Angriffen sind auch mehrere Zivilisten gezielt umgebracht worden. Konsequenzen müssten klar sein. Die russischen Behörden und Militär sind für schreckliches Kriegsverbrechen verantwortlich und müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Kantone ziehen heute das Fazit zu den beiden Corona-Jahren. Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanton habe grundsätzlich gut funktioniert, heisst es heute an einer Medienkonferenz. Allerdings bräuchte es für zukünftige Krisen Verbesserungen. So müssen klar sein, wer ist wann verantwortlich und wie wird die Bevölkerung informiert. Gerade im Hinblick auf eine mögliche Corona-Welle im nächsten Herbst und eine mögliche weitere Impfung braucht es bald Klarheit. Steht eine neue Generation von Boosterimpfungen zur Verfügung, braucht es eine zweite Boosterimpfung noch einmal mit demselben Impfstoff. Das sind Fragen, die sich vermehrt stellen. Werden auch solche zur Zulassung, zur Impfempfehlung und zur Kostenübernahme. Und wir erwarten hier von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen und vom BAG dann auch klärende Aussagen. Wegen einem heftigen Gewitter hat die Feuerwehr im Töstal im Kanton Zürich letzte Nacht alle Hände voll zu tun gehabt. Mehrere Garagen und Keller sind unter Wasser gestanden. Laut Schutz und Rettung Zürich hat es letzte Nacht fast 150 Feuerwehreinsätze wegen einem Gewitter gegeben. Blutiger Bandenkrieg in der deutschen Stadt Duisburg. Rund 80 Personen sind am Mittwochabend aufeinander los, mit Fäusten und mit Schusswaffen. Hinter dem Strassenkampf sollen Mitglieder von den Hells Angels und von einem türkisch-arabischen Clan stecken. 4 Personen sind schwer verletzt und 15 Personen sind festgenommen worden. Zum ersten Mal seit seinem Haftantritt letzten Freitag bekommt heute Tennis-Legende Boris Becker das erste Mal Besuch. Und zwar ist es seine Freundin Lilian heute im Wandsworth-Gefängnis gesichtet worden, wie Bild-Zeitung berichtet. Am zweiten Tag der Befragung macht Amber Heard Johnny Depp massive Missbrauchsvorwürfe. Unter Tränen sagt Amber Heard, der Johnny Depp habe sie brutal misshandelt. Johnny had the bottle inside of me. And was shoving it inside of me over and over again. Dabei soll er sie auch mit dem Tod bedroht haben, sagt Amber Heard weiter. That he would fucking kill me. So I'll fucking kill you. He said it to me over and over again.
Die Aussage von Amber Heard und Johnny Depp widersprechen sich. Er streitet ab, seine Ex-Frau misshandelt zu haben. Die Gewalt in der Ehe sei von ihr ausgegangen.